Servus und hallo bei Not Another Dope Show. So, was haben wir denn hier? Ernst Stamm 2. Wochenreflexion 25.07. bis 31.07.94. Schön im Juli. Scheiße heiß. Diese Woche verlief positiv für mich. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich bin 8 Monate hier und deshalb stolz auf mich. Als Reittag der Christian gegangen ist, war ich echt traurig. Zwischen ihm und mir hätte sich langsam eine Freundschaft aufgebaut. Seit Freitag habe ich 2er-Ausgang. Das kommt echt gut. Zu zweit rausgehen, telefonieren, Süßigkeiten kaufen. Irgendwie ein Stück Freiheit. Der Termin fürs Elterngespräch steht und die Festtage stehen an. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, aber ich will trotzdem nicht den Überblick verlieren. Der Babypaar vereinnahmt mich auch ganz schön. Aber das ist okay. Denn es macht Spaß, sich um die Eingewöhnungsphasen zu kümmern. Ich finde, zurzeit bin ich gut unterwegs. Jupp. Damals hatte ich auch schon einen großen Höhenflieger. Es lief einfach zu glatt alles. Ich habe mich super eingewöhnt gehabt, bin mit allen gut klargekommen. Die Älteren, die so extrem auf einen aufgepasst haben, waren alle schon langsam weg. Man war selber in der Situation, Verantwortung übernehmen zu können oder zu müssen. Und hey, 8 Monate, das ist genauso lang, wie ich in Haft war. Also ich bin genauso lang im Gefängnis gewesen wie da auf Therapie wieder in Freiheit. Aber das Gefühl, was ich dabei hatte, war komplett anders. Ein bisschen überheblich kann schon treffen, ja, wenn man halt Dinge durfte, was die Eingewöhnungsphasen nicht durften. Und genau das hat man dann auch benutzt, um dabei bei manchen sich einzuschmeicheln zum Beispiel, ja, oder ja, Verträge zu machen untereinander, um nicht angreifbar zu sein. Jo, also Leute, nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen spannender. Und bis dahin, peace out.